Nikolaus August Otto, der Viertakt-Verbrennungsmotor und ein kurzer Anhang zu Adam Opel. Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik. Hallo, liebe Interessierte und Freunde. Ich will in diesen Vorträgen die positiven Seiten Deutschlands zeigen und pflegen, weil sie heute wenig vermittelt werden. Sie sind aber wichtig für unser Selbstwertgefühl. Ich stelle mehr als 60 vorbildliche deutsche Naturwissenschaftler, Techniker und Forscher vor, mit ihren Biografien und mit ihrer Arbeit. Hier ist die alphabetische Übersicht. Eine ausführliche und begründende Einleitung finden Sie vor den Kapiteln 1 und 30. Dieses Kapitel zeigt die Biografie von Nikolaus Otto und die Entwicklung des Verbrennungsmotors. Im Anhang finden Sie einige Bilder zum Firmengründer Adam Opel, Dr. Hans-Jürgen Alexi. Nikolaus August Otto wurde am 10. Juni 1832 in Holzhausen an der Heide im Taunus in Rheinland-Pfalz geboren und starb am 26. Januar 1891 in Köln mit 59 Jahren. Nikolaus August Otto war ein genialer deutscher Erfinder, der den ersten serienreifen Viertakt-Hubkolbenmotor entwickelte und darüber hinaus zahlreiche Details heutiger Verbrennungsmotoren erfand oder verbesserte. Nikolaus August Otto entstammte einer Bauern- und Gastwirtsfamilie. Hier im Bild das Geburtshaus in Holzhausen, in dem heute ein Museum und die Gemeindeverwaltung sind. Er war das jüngste von 6 Kindern. Sein Interesse galt den Naturwissenschaften und der Technik. Dennoch legte er zunächst eine Lehre als Kaufmann ab und war danach Handlungsgehilfe und Verkäufer auf Reisen in Frankfurt am Main und Köln. Nikolaus Otto lernte 1858 im Kölner Karneval Anna Gossi kennen, die er aber erst 10 Jahre später heiraten durfte, nachdem er das notwendige, sichere Einkommen erreicht hatte. So streng waren damals die Bräuche. Von ihren 7 Kindern starben 3 früh, sein einziger Sohn, Gustav, wurde Flugzeugbauer. Seit 1861 experimentierte Nikolaus Otto mit Motoren, anfangs auch mit seinem Bruder, der dann aber aufgab. 1863 baute er die erste Gaskraftmaschine, einen funktionierenden Motor. 1864 gründete Nikolaus Otto zusammen mit dem vielseitigen Ingenieur Eugen Langen, 1833 in Köln geboren und 1895 in Elsdorf im Rheinland mit 62 Jahren gestorben, also sie gründeten die erste Motorenfabrik der Welt, N.A. Otto und Company. Sie präsentierten 1867 auf der Pariser Weltausstellung einen Motor, der eine Goldmedaille erhielt. Er wurde mit Leuchtgas, dem damaligen Stadtgas, betrieben und verbrauchte davon nur ein Drittel der bisherigen Motoren. Es war ein Flugkolbenmotor hier im Bild, ein atmosphärischer Motor, nach dem sehr frühen Prinzip von Thomas Newcomen, einem englischen Erfinder, 1664 bis 1729. Der Kolben gab seine Kraft nicht über ein Kurbelgetriebe weiter, sondern über eine Zahnstange. Hier ist die Animation im Bild zu sehen. Dieser sogenannte Flugkolbenmotor war also noch nicht der Motor, der später als Ottomotor bezeichnet wurde. Die Leistung von 3 PS war schwach und die Ausmaße mit 3 Metern Höhe unbefriedigend. Die damaligen Gasmotoren waren zunächst als große stationäre Geräte geplant. Erst Gottlieb Daimler und Karl Benz verkleinerten die Motoren, nur wenig später sehr erfolgreich für mobile Geräte. 1872 erfolgte die Umwandlung der Firma in eine Aktiengesellschaft, in die Gasmotorenfabrik Deutz in Köln, um frisches Kapital zu erhalten. Diese Motorenfirma ist nach verschiedenen Wechseln heute noch ein großes börsennotiertes Unternehmen. Der Durchbruch kam 1876.
Nikolaus Otto entwickelte einen Viertakt-Gasmotor mit verdichteter Leistung, hier im Bild zu sehen. Die genialen Ingenieure Wilhelm Maybach und Gottlieb Daimler, siehe Kapitel 13 und hier im Bild, wurden 1872 für die Firma hinzugewonnen. Mit ihrer Hilfe erlangte der Motor Serienreife und wurde patentiert. Er wurde Ottos neuer Motor genannt und in großen Stückzahlen hergestellt und verkauft. Dieser Motor ist der Grundmotor für alle heutigen Verbrennungsmotoren. Nach Jahren gemeinsamer Arbeit kam es zum Streit wegen unterschiedlicher Auffassungen über die künftige Motorentwicklung und 1882 zur Trennung von Daimler und Maybach. Danach erfand Nikolaus Otto nach den Prinzipien von Werner von Siemens, siehe Kapitel 56, im Jahr 1884 die elektrische Zündung für seine Motoren, hier im Bild eine Zündkerze von Robert Bosch. Damit konnten nun auch flüssige Brennstoffe alternativ zum bisher verwendeten Gas genutzt werden. Die Motoren wurden ein Erfolgsschlager und in Lizenz in Englands erster Motorenfabrik in Manchester sowie in Amerika in Philadelphia in einer Zweigfabrik der Firma Otto hergestellt. Nikolaus Otto war Autodidakt. Er erhielt später, 1882, von der Universität Würzburg die Ehrendoktorwürde verliehen. Sein Haus in Holzhausen wurde in ein Museum umgewandelt. Nikolaus August Otto, nun zu seinem Werk und dessen Wirkung. Vor Nikolaus Otto hatte bereits seit 1853 der Münchner Uhrmacher Christian Reitmann, geboren 1818 in St. Jakob in Haus in Österreich, also von Geburt her Österreicher, und gestorben 1909 in München mit 91 Jahren, er hatte an Motoren gebastelt und sogar 1873, 3 Jahre vor Otto, das Viertaktprinzip erfunden. Nach Patentstreitigkeiten, die von Ottos Partner Eugen Langen nicht anständig geführt wurden, wurde Reitmann finanziell abgefunden. Zwei Franzosen und ein italienischer Ingenieur hatten ebenfalls Konzeptstudien oder Motoren entwickelt, die jedoch technisch wenig leistungsfähig, hoch im Verbrauch und störanfällig waren. Der 1876 von Nikolaus Otto entwickelte und zusammen mit Eugen Langen präsentierte Viertaktmotor mit erhöhter Verdichtung, hier im Schnittbild, wurde das Grundmodell für alle späteren Verbrennungsmotoren und verbreitete sich durch Lizenznahme und Nachbau in der ganzen Welt. Die von Nikolaus Otto 1884 erfundene elektrische Zündung stellt einen weiteren entscheidenden Fortschritt im Motorenbau dar. Hier ein Schaltplan für eine Zündung in einem Auto. Nikolaus Otto und seine Ingenieure entwickelten oder verbesserten viele Details der Verbrennungsmotoren. Hier zur Auffrischung ein Bild von Einzelheiten eines Verbrenners. Die sogenannten Otto-Patente der Firma Deutz wurden zwar nach dem Patentstreit 1886 und 1889 wieder aberkannt, daher konnten zum Beispiel Daimler und Benz unbehindert ihre Motoren bauen. Nikolaus Otto bleibt aber das Verdienst, das Viertaktprinzip für Verbrennungsmotoren eingeführt zu haben. Hier im Bild die schematische Übersicht über die Takte. Dieses Viertaktprinzip oder der Otto-Zyklus läuft für verbrennende, anfangs gebaute stationäre große Motoren und dann auch für kleinere, mobile Hubkolbenmotoren so ab. Der erste Takt ist der Ansaugtakt. Das Einlassventil öffnet sich und das Gemisch aus Luft und Treibstoff tritt in den Brennraum ein. Der zweite Takt oder Verdichtungstakt mit Zündung. Das Ventil schließt sich und der Kolben verdichtet das Gemisch.
eine Flamme oder ein Zündfunken entzünden das Gemisch explosionsartig. Der dritte Takt ist der Arbeitstakt. Das brennende Luftgas- oder Benzingemisch treiben den Kolben im Zylinder schlagartig nach unten oder wahlweise nach oben. Dieser verrichtet dabei mechanische Arbeit, indem er seine Bewegung über die Pleuelstange auf die Kurbelwelle überträgt. Der vierte Takt ist der Austreibungstakt. Das Auslassventil öffnet sich und der rücklaufende Kolben treibt die Abgase aus dem Brennraum. Diese Animation zeigt noch einmal die vier Takte in Bewegung. Also erstens den Ansaugtakt, zweitens den Verdichtungshub zugleich mit der Zündung, dann drittens den Kraftakt und viertens den Auspuffhub, bei dem die Abgase ausgetrieben werden. Zur Ehrung von Nikolaus Otto. Vom Verein Deutscher Ingenieure, VDI, wurden 1936 zu Ehren von Nikolaus Otto alle Hubkolbenmotoren mit Fremdzündung als Otto-Motoren bezeichnet und seit 1946 in einer DIN-Norm eingeführt. Der Begriff hat sich weltweit durchgesetzt. Hier im Bild die Darstellung eines modernen Otto-Motors mit 6 Zylindern. Betrieben werden kann ein Ottomotor mit Benzin und anderen flüssigen Brennstoffen sowie theoretisch mit allen brennbaren Gasen. Der maximale Wirkungsgrad liegt bei 40% und damit viel besser als bei den früheren Dampfmaschinen von 3 bis 5%. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Die bunte Mischung aus Ingenieurskunst und Naturwissenschaften möge unseren Blick über die Fachgrenzen hinaus erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die, wie Nikolaus August Otto, erfinderisch und genial waren und die Welt verändert haben. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Adam Opel von Nähmaschinen und Fahrrädern. Deutschland, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik. Hier ist die alphabetische Übersicht der deutschen Erfinder und Forscher aus Naturwissenschaften und Technik, die ich näher bringen will. Adam Opel wurde am 9. Mai 1837 in Rüsselsheim geboren und starb am 8. September 1895 dort mit 58 Jahren an Typhus. Ich stelle die Biografie von Adam Opel zunächst zurück, da seine Bedeutung doch begrenzt und überwiegend regional ist. Adam Opel begann als Schlosser in der Werkstatt seines Vaters in Rüsselsheim und gründete die Firma Opel 1863. Er entwickelte diese zum größten Nähmaschinenhersteller Deutschlands. Hier ein typisches Reklamebild aus der Zeit. Die Firma Opel produzierte ab 1886 auch Fahrräder. Sie blieb erfolgreich und wuchs wiederum zum größten Fahrradhersteller in Deutschland. Die Firma wurde nach dem frühen Tod von Adam Opel durch Typhus von seiner Witwe und seinen 5 Söhnen weitergeführt. Ab 1899, also erst 4 Jahre nach seinem Tod, begann die erfolgreiche Automobilproduktion von Opel mit vielen volkstümlichen, günstigen und hochwertigen Modellen. Adam Opels Leistungen in Technik und Kaufmannswesen sind beachtlich und reichen als Gründer der Firma Opel über seine Zeit hinaus. Ihre Auswirkungen sind jedoch nicht international. Zum Ende sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Dr. Hans-Jürgen Alexi.